Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Ja, lange haben wir gerungen, wir haben es gehört und umso mehr freue ich mich, dass wir tatsächlich inzwischen über Fraktionsgrenzen hinweg einen richtig guten und deutlich verbesserten Antrag vorlegen konnten als die Einzelinitiativen zuvor. Natürlich auch von mir ganz recht herzlicher Dank an die Referentinnen und Referenten aller Fraktionen, die wirklich über ein Jahr lang um jede Formulierung im Hintergrund gerungen haben. Und das sind die wirklichen Helden dieses Antrags. Das darf man ruhig auch mal beklatschen. Ganz besonders freue ich mich und möchte darauf hinweisen, dass ein Kriterienkatalog für barrierefreie Sportstätten entwickeln wird. Wir wissen, dass barrierefreie Zugänglichkeit nicht gleichzusetzen ist mit Barrierefreiheit. Das Beispiel oder der Begriff der Barrierefreiheit in einer Sportart wie zum Beispiel den Rollstuhlbasketball ist eben anders zu definieren als im Bereich Blindensport. Und da sehen wir, das sind eben solche komplexen Kleinigkeiten, die eben das Thema nicht so einfach machen, wie es sich vielleicht zuerst anhört. Und ja, umso mehr freue ich mich und möchte mich auch bei den Kollegen bedanken, dass wir uns fraktionsübergreifend auf diesen Punkt einigen konnten. Er ist einer von vielen, das haben wir bereits gehört. Die Vorredner haben das ausgeführt und ich denke, dass dieser gemeinsame Antrag ein guter Weg in Richtung Inklusion und Sport in NRW geht. Gleichwohl, die guten Bekenntnisse, die vielen Worte, die schönen Worte und die gute Absicht ist nicht alles. Wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen, um diese Maßnahmen umzusetzen und möglichst schnell umzusetzen. Und ich freue mich darauf und ich bin gespannt darauf, ob es uns auch gelungen wird, den Sportpolitikern diese Maßnahmen auch im Haushalt abzubilden. Denn dann könnten wir wirklich sagen, dass wir es ernst meinen mit der Inklusion im Sport. In dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.